meisten macht mir Spaß dieses Spiel da, wo man schneller schreiben kann an der Tastatur. Also Spiele sind natürlich auch schon cool, aber am liebsten beantworte ich da so Fragen. Unterwegs im Internet, das mache ich sehr oft, das macht mir Spaß. Das Internet ist zum Leitmedium geworden. Wir wollen versuchen, in altersgerechter Art und Weise den Kindern ein Verständnis zu geben, wie das Internet funktioniert. Wir sind dabei, mittelfristig das Internet-ABC in alle Unterrichtsfächer zu integrieren. Das gelingt auch schon ganz gut. Die Lernmodule sind sehr, sehr schön aufgebaut. Die Kinder nutzen sie sehr gern. Die Kinder merken, dass die PCs mehr als nur ein Spielzeug sind. Die Verbesserung der Medienkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler ist natürlich schwer messbar. Ich mache es daran fest, dass sie allein Google und Internet nicht mehr gleichsetzen. Also ich habe gelernt, dass man die E-Mail-Adresse nicht einfach ins Internet reinmacht, weil sonst können böse Leute sind ja auch im Internet, können die dann herausfinden, wo du wohnst und dann eben was Böses mit dir machen. Ich habe durch Internet ABC gelernt, dass man mit der linken Hand mit den linken Buchstaben schreibt und mit der rechten Hand mit den rechten Buchstaben schreibt. Wer heutzutage mit offenen Augen durch die Welt geht, dem ist völlig klar, dass die Digitalisierung die Welt verändert hat und wir als Schule natürlich einen entscheidenden Beitrag leisten müssen, um die Kinder auf den Weg in eine digitale Welt zu begleiten. Das kann man nicht alleine den Eltern überlassen. Und wir haben herausgefunden, dass das Internet-ABC uns sehr dabei hilft, diesen Plan umzusetzen. Und deswegen ist das Internet-ABC eine hervorragende Möglichkeit, die Kinder in die digitale Welt einzuführen. Das ist aus dem Internet-ABC? Fächerübergreifend kann man mit dem Internet-ABC ganz, ganz leicht arbeiten. Wir haben zum Beispiel für alle Fächer, die wir in der Grundschule unterrichten, herausgefunden, welche Module passen zum Beispiel hervorragend für Deutsch, welche Module bearbeitet man eher im Ethik- oder Religionsunterricht. Und selbst für Gestalten und Sport haben wir Module herausgefunden, sodass wir quasi in allen Fächern mit dem Internet-ABC arbeiten können. Und wir haben einen Plan erstellt, wo wir auch den einzelnen Anteil der Fächer für die Nutzung der Module festgelegt haben für die Klassenstufen 3 und 4. Zum Schreiben einer Mail. Als erstes kommt ein kleiner Name, also sein kleiner Vornamen, dann kommt Ed, dann kommt bei zum Beispiel bei Jumpy, Jumpy Ed. internetabc.de. De bedeutet Deutschland. Wie ich im Internet suche, wie Webseiten aufgebaut sind, wo, wie gesagt, die Gefahren lauern, kann man mithilfe des Internet-ABCs also sich wirklich fit machen für einen gesunden Umgang mit dem Internet. Also insgesamt möchte ich, glaube ich, ein großes Lob aussprechen. Man merkt wirklich, dass da Fachleute dran waren und dass da ganz viel Enthusiasmus und Liebe zum Projekt drin steckt und dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie kann man Kinder begeistern, wie kann man Kinder ansprechen, wie kann man es interessant für sie machen. Also ich denke, da ist super Arbeit geleistet worden. Wir haben uns beworben, Internetschule zu werden oder Internet-ABC-Schule in Sachsen-Anhalt zu werden. Also bei uns ist es so, dass das Internet-ABC in einer schulspezifischen Unterrichtsstunde durchgeführt wird. Die gehen also an den Schrank, holen sich ihren Kopfhörer und starten. Viele Kinder haben Umgang zu Hause mit Spielen, aber direkt Hintergrundwissen ist eben noch nicht bei so vielen Kindern vorhanden. Und das wird durch das Internet-ABC vermittelt. Und das finden wir als Pädagogen natürlich sehr gut. Also wenn man alle Module bearbeitet hat, bekommen die Kinder einen Surfschein, einen Internetführerschein und das haben auch alle geschafft. Und auch in der Corona-Zeit wurden diese Internet-ABC-Themen mit in den Wochenplan integriert und da haben die Kinder auch zu Hause gearbeitet und das hat auch sehr gut geklappt. Ich finde, dass die Medienanstalt sich sehr, sehr vorbildlich für die Schulen einsetzt. Wir bekommen also Material geschickt. Das ist also ganz toll. Es gibt also auch die Angebote, die Schulen nutzen können für die Weiterbildung. Und es wird auch nachgefragt. Wir haben zum Beispiel einen digitalen Elternabend durchgeführt. Das war alles gar kein Problem. Mit einem Anruf wurden dann gleich unsere Experten bestimmt, die das gemacht haben für uns. Es gab auch eine gute Resonanz aus der Elternschaft.
Das sind also positive Dinge, die ich da erwähnen kann. Ich habe einen Sohn, der ist selber in der 4. Klasse. Und ich habe im ersten Lockdown vergangenes Jahr das Internet-ABC mehr oder weniger zufällig gefunden und wollte das meinem Sohn vorstellen. Und er meinte, ja, an unserer Schule sind wir damit schon fertig. Und daraufhin dachte ich, das musst du auch machen hier. Wir haben 3 Kollegen gefunden, die sich bereit erklärt haben, an Fortbildungsveranstaltungen des Landes teilzunehmen. Wir haben das in unserer Gesamtkonferenz als Beschluss eingebracht, sodass alle Lehrer und Eltern darüber informiert sind. Wir haben es auf unserer Internetseite veröffentlicht, eine Elternveranstaltung, dieses Jahr leider nur online durchführen können, aber es haben sehr viele Eltern dann teilgenommen. Da lernst du die Viren und so in deinem Computer oder Tablet einhacken wollen. Und ja, da lernst du halt, wie du dich verteidigst. Also halt eben auch die englischen Worte für viel, was im Internet ist. Halt, da wusste ich viel noch nicht davon und da habe ich noch viel dazu gelernt. Weil man dort eben lernt, wie die Messenger und so funktionieren. Also die meisten haben jetzt schon den Surfschein fertig gemacht. Und ja, den müssen wir jetzt nur noch ausdrucken und dann kennen wir uns schon richtig gut aus im Internet. Die Kollegen, die das Internet-ABC jetzt schon versuchen umzusetzen, haben dadurch ein ganz konkretes Handwerkszeug und haben auch einen Großteil Sicherheit gewonnen, dass sie auch die richtigen Inhalte vermitteln. Denn auch wir als Lehrer sind ja zum größten Teil Autodidakten in diesem Gebiet und selber noch Schüler und lernen immer noch dazu. Die Siegelung, die wir jetzt anstreben, ist eigentlich nur der Anfang. Weil natürlich möchten wir weitermachen und das ist nicht für uns das Ende des Prozesses, sondern eigentlich der Beweis dafür, dass wir sagen können, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber dass es da noch viel zu tun gibt und bei uns ja auch immer neue Generationen von Kindern nachwachsen, denke ich, ist das der Anfang von einem langen Weg.